Also in diesem Kapitel 8 möchte ich ein bisschen was über theoretische Informatik erzählen. Das ist gar nicht so furchtbar viel. Es gibt beim Kollegen Hebisch in einem fortgeschrittenen Semester für manche von Ihnen noch mehr theoretische Informatik, obwohl der Herr Hebisch, der ist eigentlich ein diskreter Mathematiker, aber die diskrete Mathematik ist eben genau das Kapitel der theoretischen Mathematik, das sich eben auch mit theoretischer Informatik überschneidet. Deshalb gibt es da noch mehrere Vorlesungen. Da geht es auch unter anderem um Graphentheorie, aber auch um Automaten und so weiter. Aber weil die theoretische Informatik ein Grundlagenkapitel ist, darf sie auch zumindest so einen Überblick, damit Sie wissen, womit sich die theoretische Informatik beschäftigt, in so einer Vorlesung Grundlagen der Informatik nicht fehlen. Ich habe hier auch schon so zwei Bildchen symbolisch drauf, was hier steht für einen Kellerautomaten, den werde ich dann nachher auch erklären. Beim nächsten Mal werden wir über P und NP und NP vollständig auch noch sprechen, also Komplexität von Algorithmen. Denn es geht hier uns nicht nur um Dinge wie fundamentale Berechenbarkeit, sondern es geht hier eben auch um diese Frage, was ist denn wie schnell berechenbar, in welcher Zeit berechenbar. Und gerade dieses in welcher Zeit berechenbar, da hat die theoretische Informatik ganz unmittelbare und konkrete Auswirkungen, zum Beispiel auf die Kryptologie. Also wie verschlüsseln wir? Über Verschlüsselung und Kryptologie werde ich hier in der Vorlesung nicht sprechen, aber ich möchte diese Komplexitätsgrundlage noch erwähnen. Das ist gar nicht so schwierig, man muss es bloß mal gehört haben, man muss sich das mal verinnerlicht haben. Ja, in diesem allerersten Abschnitt möchte ich über Automaten und formale Sprachen reden. Und da muss natürlich, in der Theorie ist das eben so, da müssen saubere Definitionen dastehen. Ich habe die jetzt nicht eingerahmt oder sowas. Aber fangen wir mal mit einer formalen Sprache an. Eine formale Sprache, dazu brauchen wir erstmal ein Alphabet. Und als Alphabet können wir uns durchaus so einen Zeichenvorrat vorstellen, wie unsere Schrift das hat. Also die Buchstaben ABC zum Beispiel. Wir könnten eine formale Sprache machen, die hat genau drei Symbole in dem Alphabet, das A, das B und das C. Oder wir könnten eine formale Sprache haben, die hat alle unsere Kleinbuchstaben und die Rechenzeichen und Klammer auf, Klammer zu. Das ist auch schon ein ganz interessantes Alphabet. Wenn wir also so ein Alphabet haben, irgendwie so eine endliche Menge von Zeichen, dann können wir darüber Worte bilden. Da gibt es Worte, die sind sinnvoll im Sinne der Sprache und welche, die sind Blödsinn. Wenn wir eine natürliche Sprache nehmen, die wird also aus unseren Buchstaben zusammengesetzt und Zwischenräumen, sagen wir mal, und noch ein paar Satzzeichen, Strichpunkt und so. Und wenn wir jetzt einfach solche Symbole, solche Zeichen aus diesem Alphabet nehmen und willkürlich zusammenwürfeln, dann kommt natürlich Gobbledygook und sowas raus. Also was gar kein sinnvolles Wort ist oder ein sinnvoller Satz. Also ich meine, Worte hier im Sinne von dieser Definition formale Sprache, das sind ja entweder einzelne Wörter oder auch ganze Sätze oder ein ganzes Buch kann so ein Wort sein. Deshalb steht hier Sigma Stern, also die kommen alle möglichen Kombinationen von solchen Zeichen. Das können auch beliebig viele sein. Auf die Weise kommen wir dann zu hier auch einer unendlichen Menge von Wörtern. Und wenn Sie die natürliche Sprache anschauen mit ihren beliebig vielen Wörtern, die wir aus unserem Zeichensatz bilden könnten, da können wir einerseits unendlich viele Bücher mitschreiben, die müssen bloß immer länger werden. Ne? Und wenn wir ein Buch geschrieben haben, dann schreiben wir einfach noch ein Wort dran und dann haben wir schon wieder, also ein paar Zeichen hinten dran, und es reicht auch nur, wenn wir ein einziges Zeichen dran malen, und schon haben wir das nächste, also unendlich viele kommen da zusammen. Aber es geht jetzt ja eigentlich um sinnvolle Sprachen. Also eine formale Sprache
Das ist eine Teilmenge von diesem Sigma-Stern, von allen Worten, die wir bilden können. Und weil wir jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel haben wollen, das einfache Beispiel stellt sich als interessanter heraus, als es zunächst mal aussieht, dann ist es diese formale Sprache Expression. Expression sei also die formale Sprache aller korrekt geklammerten arithmetischen Ausdrücke. Und mit korrekt meine ich entsprechend den Rechenregeln. Regeln ist ein interessanter Begriff hier. Den werden wir gleich wieder brauchen. Und Sie kennen irgendwie so intuitiv selber die Regeln, Klammer auf, braucht eine Klammer zu, und wenn man Pluszeichen malen, so als binärer Operator, dann muss links eine Zahl oder eine Variable stehen und rechts oder eine Zahl. Also unser Alphabet, das ist die Menge von Klammer auf, das Zeichen Klammer auf, Klammer zu, plus, minus, mal, dividiert durch, und das A kann jetzt eine Variable oder eine Konstante sein. Also alle Ausdrücke, die so ein einfacher Formelrechner vertragen könnte. Und wenn wir uns jetzt hier mal so einen Ausdruck aufschreiben, Klammer auf A minus A mal A plus A dividiert durch Klammer auf A plus A, Klammer zu minus A, wobei das A jetzt auch wieder Zahlen sein könnten oder irgendwelche Variablen. Hier fehlt das, ist enthalten, dieses stilisierte E-Zeichen. Das ist da leider noch verloren gegangen. In der nächsten Ausgabe von meinem iBook und von den PDFs habe ich das da auch drin. Das ist mir heute aufgefallen beim Vorbereiten. Dieses Ding hier, ne, das ist auch ein korrekt geklammerter arithmetischer Ausdruck. Ne, 1, 2, 3, 4 öffnende Klammern, dann A plus, fünfte öffnende Klammer, fünfte erste geschlossene, die ist also wieder weg. 3, 2, 1, 0 und so weiter, wir sind fertig. Das ist auch enthalten in dieser Menge Expression, entspricht unseren Regeln. Das untere hier, das entspricht irgendwie nicht unseren Regeln, Klammer auf, A plus irgendwas, Klammer zu, minus A, Klammer auf. Also da stimmt einiges nicht an diesem Ausdruck. Das gehört also nicht zu den Expressions dazu. Und wir sollten da noch dieses schöne Zeichen da oben, weiter oben kommt das hier hin. Das soll jetzt kein Zeichen sein. Hier und hier muss natürlich das da rein und hier unten soll das da rein. Und eine Aufgabe, die zum Beispiel auch so ein Compiler lösen muss, die ist jetzt, oh, ich bin schon wieder hier. Tafelerklärung zu Ende. So ein Ausdruck, eine Aufgabe, die so ein Compiler bewältigen muss, der ist jetzt, wenn wir dem so einen Ausdruck vorwerfen, ist dieser Ausdruck korrekt oder nicht? Korrekt im Sinne von korrekt geklammert, entspricht er den syntaktischen Regeln? Nicht, entspricht er den, berechnet er das, was berechnet werden soll, auch wirklich, sondern nur entspricht er diesen formalen Regeln. So, jetzt müssen wir uns überlegen, die nächsten Folien, die dienen jetzt dieser Aufgabe, was brauchen wir denn, um zu überprüfen, was für ein Algorithmus oder was für ein Verfahren brauchen wir, um zu überprüfen, ob das korrekt geklammert ist. Also ob W Element von Expression ist, dann müssen Sie wieder dieses Zeichen einsetzen. Und dazu definieren wir uns jetzt eine Grammatik. Und die Grammatik, das sei also ein Viertupel. G ist die Grammatik. Und dieses Tupel besteht aus erstens eine Menge von Variablen. Variablen jetzt nicht im Sinne von dieser Formel hier, sondern Variablen als Konzept der Grammatik. Und dann, den Sinn, der ergibt sich gleich. Ne? Dann haben wir die Symbole,
eine endliche Menge von Symbolen. Die werden auch Terminalsymbole genannt. Also das, was da zum Beispiel hier in unserer Formel drinstehen kann, wir kommen aber da auch drauf, dass sowas natürlich ein Programm sein kann oder sowas, das einen Compiler analysiert. Und naja, die Variablen, die Symbole, die Symbole, die für Variablen stehen, die sollen bitte nicht auch noch hier in den terminalen Symbolen vorkommen, denn sonst gäbe es durcheinander. Ich meine, diese Zeile hier, die ist irgendwie was ganz Natürliches, die Menge der Variablen geschnitten mit der Menge der Symbole soll natürlich leer sein. Und das Nächste, was wir jetzt haben, das sind Produktionen. Produktionen, die dienen dazu, aus so einem Ausdruck, den wir da haben, Variablen zusammen mit Symbolen aus der zweiten Menge, das zu transformieren in eine andere Sequenz, ein anderes Wort von Symbolen und Variablen. Und jetzt brauchen wir noch was weiteres, das steht hier auch noch drin, das Schwarze da. Wir haben eine Startvariable. Von der, ja, unsere Produktion, die auf die Startvariable wenden wir die erste Produktion an und da kommt irgend sowas raus mit Variablen und Symbolen und auf das wenden wir wieder Produktion an und noch eine und noch eine und noch eine. Das geht dann immer so weiter. Und am Ende soll was dastehen, was nur aus solchen terminalen Symbolen besteht. Das ist der konstruktive Teil. Andersrum kommen wir vielleicht auch von unseren terminalen Symbolen, von so einem Wort der terminalen Symbole, 10, 100, 1000, sonst was. Von da aus, wenn wir diese Produktion rückwärts verfolgen, zum Startsymbol. Oder auch nicht, das muss man sich angucken. Das ist auch irgendwie jetzt unser Arbeitsprogramm sozusagen. Also, reden wir über die Produktion. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Worte, U und V, die sind zusammengesetzt aus Variablen und terminalen Symbolen, also aus dieser Vereinigungsmenge von Variablen und terminalen Symbolen. Und darüber bilden wir wieder den Abschluss. Also beliebig lange Kombinationen von denen. Wir haben zwei Stück davon, die nehmen wir uns jetzt mal. Und dann gibt es natürlich diese Relation, oder ergibt sich diese Relation, dass man das U auf das V abbildet, entsprechend der Regeln der Grammatik. Also zum Beispiel das U, das sei jetzt x, y, z und das V, das sei von der Gestalt x, y'z, also vorne und hinten sind die identisch, nur in der Mitte unterscheiden die sich ein bisschen. Das x und das z auch wieder hier aus dieser Vereinigungsmenge und dem Abschluss davon. Wenn es diese Relation geben soll mit diesen Randbedingungen, dann bedeutet das, dass wir eine Produktion brauchen, die dieses y in das y' überführt. Also diesen Teil von dem Wort, der sich unterscheidet, von die zwei Wörter, die haben Teile, die sind identisch, vorne und hinten. Und der mittlere Teil, y', den muss man vom y ins y' überführen. Und wenn es dafür eine Regel gibt, dann können wir sagen, die beiden, die sind hier, das U und das V, die stehen in einer Relation, die aus der Grammatik entspricht. Und jetzt definieren wir uns eine Sprache, eine formale Sprache, L-Language, über so einer Grammatik, hier steht die Grammatik nochmal, ne? Dieses Tupel, Variablen, terminale Symbole, Produktion und das Startsymbol. Das besteht aus all den Worten W, aus Sigma Stern, also beliebige Kombinationen von diesen Wörtern, von diesen Symbolen zu Wörtern. Wenn es so eine Relation gibt, dass wenn es viele Relationen gibt zwischen Symbolen, zwischen dem Startsymbol und dann
einem von denen hier und noch einen und noch einen und noch einen und noch einen, bis dann das Wort W dasteht. Und in W soll es jetzt dann keine Variable mehr geben. Wir haben also so einen Weg, so eine Ableitung. Das W wird abgeleitet in, sagen wir mal, n Schritten. Wenn es diese Folge W0 gibt, W0 ist das Startsymbol, und Wn ist nur noch in Sigma-Stern, also besteht nur noch aus terminalen Symbolen. Das ist eine Sequenz von terminalen Symbolen. Wir bilden also ab, dass W0 mit einer Produktion auf das W1, hier im W1 stecken jetzt terminale Symbole und Variablen drin, noch eine Abbildung, terminale Symbole und Variable, jetzt ein bisschen anders und nochmal ein bisschen anders und nochmal ein bisschen anders. Und irgendwann mal sind keine Variablen mehr drin, sondern es kommt nur noch das Wn heraus. Also am Ende steht dann so ein Ausdruck. Und wenn es so eine Folge gibt, diese da, um aus dem Startsymbol das zu machen, was uns interessiert, dann gehört das Wort zu der Sprache über der Grammatik. Ins Deutsche übersetzt gibt es eine, die Sprache, die hat gewisse Regeln, auch eine Grammatik, die natürliche Sprache, wie die Sätze zusammengesetzt werden sollen. Bei Esperanto, dieser Kunstsprache, kann man die irgendwie geschlossen aufschreiben. Diese Regeln, die ist ja so konstruiert. Bei einer natürlichen Sprache ist das nicht ganz so einfach, die Regeln aufzuschreiben. Bei manchen geht es ein bisschen besser, bei manchen geht es ein bisschen schlechter. Aber jedenfalls diese grammatischen Regeln da, Subjekt, Objekt und Subjekt, Prädikat, Objekt und so weiter. Und die Worte, die müssen auch irgendwelchen Regeln genügen, müssen vorhanden sein im Vokabular. Dann kommen wir zu einer Sprache. So einer natürlichen Sprache. Und überprüfen, ob das stimmt, ist, wir finden so eine Sequenz, dass man von dem Konzept, wir wollen jetzt einen Satz bauen, zu dem konkreten Satz kommen, den wir da unten haben. Hans hat Hunger, das können wir irgendwie ableiten, ne? Subjekt, Prädikat, Objekt, das ist einfach abgeleitet, das gehört also offensichtlich zur Sprache. Diese Ableitung, die muss nicht deterministisch sein. Das heißt, es kann auch mehrere Pfade geben, wie wir von dem Startsymbol zu irgendeinem Wort WN kommen können. Kann auch deterministisch sein, muss aber nicht. Jetzt kommen wir zurück zu unserem korrekt geklammerten Ausdruck. Wir nehmen mal so eine Grammatik. Wir konstruieren uns mal so eine Grammatik, mit der man das überprüfen kann. Die Grammatik besteht also aus diesen Variablen hier, das E, das T und das F. E für Expression, T für Term und F für Factor, wenn man sich das ein bisschen merken will. Und dann wird das Ganze auch ein bisschen plausibler. Wenn ich bloß hier immer Expression, Term, Factor hingeschrieben hätte und hier auch, dann hätte es mir die Folie zerrissen von der Größe. Also das müssen wir jetzt abstrahieren. Dann haben wir hier die Menge der terminalen Symbole, Klammer auf, Klammer zu, A, Plus und Mal. Das A steht für Variablen, wie wir es oben schon hatten. Variablen jetzt im Sinne von, also Variablen und Konstanten im Sinne von der Formel. Das Minus und das geteilt durch habe ich weggelassen, damit das hier die Produktionen ein bisschen einfacher werden, sonst müsste man einfach noch mehr Produktionen aufschreiben und das mochte ich jetzt auch nicht. Jetzt haben wir die Menge der Produktionen hier und dann haben wir ein Startsymbol Expression. Das ist ein Element hier aus dieser grünen Menge der Variablen unserer Grammatik. Die Produktion, die schauen wir uns jetzt an. Also wir können Expression überführen in Term. Wir können das E durch ein T ersetzen. Oder wir können das E ersetzen durch E plus T. Jetzt haben wir so einen Ausdruck, der kommt aus dieser Vereinigungsmenge V und Sigma. V vereinigt mit Sigma. Denn da steht ein terminales Symbol drin und zwei Variablen. Wir können einen Term in einen Faktor überführen,
Wir können den Term überführen in Term mal Faktor. Wir können den Faktor in das A überführen. Das steht ja für Variablen und Zahlen, Konstanten. Und wir können den Faktor in Klammer auf, Expression, Klammer zu überführen. Das hier, das mit den Klammern, das brauchen wir. Das ist schon ganz nützlich hier hinten. Klammer auf, Klammer zu. Das gibt uns erstens, stellt das sicher, dass wir immer Paare haben von Klammer auf, Klammer zu. Sehen Sie, wenn man diese Produktionen benutzt und da mal irgendeine Formel, einen Ausdruck ableitet, dann sorgt das hier, mit Klammern können von nirgendwo kommen, außer hier von dieser Produktion. Wir können uns also sicher sein, dass wir zu jeder öffnenden Klammer eine geschlossene Klammer, schließende Klammer haben, wenn wir konstruktiv vorgehen, wenn wir also von oben nach unten ableiten. Und was wir hier auch drin stecken haben, ist, dass wir hier Expression plus einen Term haben und Term wird abgeleitet in Faktor und der Faktor kann dann wieder so eine Klammer werden. Übrigens, hier kann auch wieder die Expression drinstehen, hier kann auch die Expression drinstehen. Auf die Weise haben wir so etwas Rekursives, wir können das immer weiter aufdröseln. Wir irgendwie beendet wird es, wenn wir mal Faktor auf A abbilden. Dann ist fast zu Ende. Aber solange wir hier weitermachen und irgendwo noch ein Faktor drinsteht oder ein Term drinsteht, können wir hier wieder einen E hervorzaubern und die können immer länger und immer länger werden, diese Ausdrücke. Wir können uns also sicher sein, dass wir auch beliebig lange damit erzeugen können, mit beliebig vielen Klammerpärchen. Und jetzt ist ja die Frage, oder nee, machen wir erstmal, ja, ist ja, na doch, wie das hier, ist die Frage, so ein Ausdruck hier, ist der jetzt aus der Sprache, die von dieser Grammatik erzeugt wird oder nicht? Ist das ein korrekt geklammerter arithmetischer Ausdruck? Und die Antwort, die habe ich ja hier schon gegeben, hier oben, ist ja, wenn die Ableitung möglich ist. Da müssen wir mal gucken, dass wir so eine Ableitung hinkriegen, bei der hier am Ende das hier unten steht. Oder andersrum, wenn wir können das natürlich jetzt hier hinstellen, wir, schlau wie wir sind, irgendwelche Muster erkennen, sodass wir die Grammatik, na, wir haben sie ja konstruiert, wir wissen ja ungefähr, was los ist, dass wir das, ja, diesen Ausdruck auf das da reduzieren können. Wenn wir das reduzieren können, dann wissen wir, dass hier der Ausdruck ist ein korrekt geklammerter Ausdruck. Natürlich müssen wir sicherstellen, dass diese Produktionen hier vernünftig sind. Wenn Sie sich übrigens an den Compiler zurückerinnern, über den wir gesprochen haben, an Ihre eigenen Erfahrungen mit einem Compiler, der die Syntax überprüft, genau das ist so eine Aufgabe. Können wir vom Konzeptprogramm zu dem Ding kommen, was Sie da hingeschrieben haben? Wenn da eine Klammer fehlt oder ein Strichpunkt fehlt oder sowas, dann geht es gerade nicht. Dann gibt es keine Ableitungssequenz, dass hinterher Ihr Programm dasteht. Wobei das beim Programm, da braucht es hier noch ein paar mehr Produktionen. Das werden wir uns auch nochmal anschauen. Etwas mit ein bisschen mehr Produktion. Aber schauen wir mal, gucken wir mal, ob wir das hier fertig bringen, diesen Ausdruck hier zu reduzieren auf das Symbol. Naja, ich habe den Graphen da aufgezeichnet, klar geht's. Wie machen wir es? Wir könnten uns zum Beispiel hier diesen Klammerausdruck mal vornehmen und uns überlegen, a plus a, naja, das können wir reduzieren, wenn wir hier sowas, die Klammer kriegen wir weg, wenn wir hier Klammer auf, Expression, Klammer zu haben. Wir müssen also aus dem A plus A erstmal eine Expression machen. Wenn wir aus dem A plus A eine Expression gemacht haben, können wir aus Klammer auf, Expression, Klammer zu, den Faktor hier machen und dann sind wir schon mal hier einen ordentlichen Teil los. Also packen wir das mal an. Um das A hinzukriegen, müssen wir das A kriegen wir nur aus einem Faktor heraus. Wir reduzieren also das hier auf Faktor, Faktor und dann steht noch das Plus da dazwischen. Wir haben jetzt also so ein Wort F plus F da stehen, ein Teilwort. F plus F, da finden wir hier nichts, aber wir finden das hier. Wir müssen also das F auf den Term zurückführen und wir können das F,
das hier auch auf einen Term zurückführen und diesen Term können wir auf eine Expression zurückführen. Da, hier, Expression nach Term, also können wir Term auf Expression zurückführen. Und jetzt haben wir hier e plus t stehen, da steht es, jetzt machen wir eine Expression draus. Und aus Klammer auf, Expression, Klammer zu, machen wir hier einen Faktor. Jetzt sind wir da immerhin schon mal weitergekommen. Wir sehen hier das Malzeichen, also müssen wir aus dem Krempel hier vorne einen t machen. Hier, das packen wir wieder so an, aus dem a machen wir einen Faktor, aus dem a machen wir einen Faktor, aus dem Faktor können wir einen Term machen. Mit dieser Produktion nach oben, jetzt haben wir Term mal Faktor, wo steht es? Da steht es, das können wir auf Term reduzieren. Jetzt haben wir Term mal Faktor, können wir auf Term reduzieren. Das reduzieren wir gleich wieder mit dieser Produktion auf ein E. Jetzt greifen wir uns nur noch die rechte Hälfte, nicht die rechte Hälfte, diesen kleinen rechten Teil, plus A, aus dem A machen wir Faktor. Jetzt haben wir hier den Faktor, reduzieren wir zu einem, hier mit dieser Produktion auf einen Term. Jetzt haben wir Expression plus Term, das steht hier, daraus können wir die Expression machen. Wir haben nur noch eine Expression, ein E dastehen, das ist das Startsymbol. Wir haben so eine Ableitung gefunden, umgekehrt. Man kann natürlich auch, also wir sind jetzt bottom-up vorgegangen. Wir haben ein bisschen geraten, das muss man schon sagen. Das kann man vielleicht auch systematischer hinkriegen. Wir könnten übrigens auch top-down vorgehen und sagen, wir haben hier das E. Was brauchen wir denn, um hier runter als erstes mal ein A stehen zu haben? Was brauchen wir noch an Produktionen, um so ein Sternchen da stehen zu haben? Und noch ein A. Und dann sehen wir, naja, wir müssen erstmal eine Expression machen, dann einen Term machen, dann wieder Term mal F machen, dann wieder Term mal F machen und dann kriegen wir das A mal A zusammen. Also darum kann man es auch ausprobieren. Es kann sein, dass wir da auch mal irgendwie in den falschen Weg reingeraten und es nochmal probieren müssen, anders probieren müssen. So naiv, wie wir das bisher machen. Man kann das auch systematischer hinkriegen. Da werden dann die Algorithmen ein bisschen komplizierter. Von hier oben nach da unten vorzugehen, nennt man Top-Down und die andere Richtung nennt man Bottom-Up. Und das habe ich übrigens bei den Compilern schon mal hingeschrieben. Wer sich zurückerinnert, ich erinnere mich jedenfalls, da stand als Strategien für Compiler Recursive Descent Top-Down und Bottom-Up. Also, das führt uns irgendwie schon in die Richtung Compiler und Compiler-Bau ist eigentlich sowas wie, wie angewandte theoretische Informatik. Formulieren wir es mal so. Was ich hier gemacht habe, ist natürlich noch kein systematischer Vorgang und insbesondere diese Sequenz von Abbildungen, die ich da durchgeführt habe, das habe ich alles noch manuell gemacht. Eigentlich wollen wir dafür auch irgendein Programm oder sowas haben. Und das müssen wir uns jetzt auch noch suchen, ob wir da einen Algorithmus dafür finden, einen allgemeinen, abstrakten Algorithmus dafür finden. Das werden wir jetzt dann weitertreiben. Aber vorher habe ich noch so einen kleinen Einschub. Der Noam Chomsky, ein Amerikaner, der ist, ich glaube, 1900 in den 20er Jahren geboren worden, lebt noch, MIT-Professor, ganz berühmter. Kommt noch das Audio? Ja, ich glaube schon. Der Noam Chomsky, der hat so eine Hierarchie von Sprachen entwickelt. Eigentlich ist der Linguist. Dessen Vater war, glaube ich, so Hebräischlehrer. Der ist Linguist und wollte natürliche Sprachen formalisieren, um ja auch Spracherkennung durchzuführen, Sprachverstehen hinzukriegen oder übersetzen. Wenn man so ein Bäumchen, wie wir es hier hatten, für einen beliebigen deutschen Satz hinkriegt, dann steht ja in den Produktionen eventuell Semantik drin und dann kann man vielleicht den entsprechenden englischen Satz daraus erzeugen oder französischen Satz oder so. Also das war einer der Ansätze, die er hatte. Also er hat versucht, Sprache zu formalisieren. Und diese formalen Sprachen, da gibt es zunächst mal hier alle außenrum. Alle Sprachen. Und dann bildet man
eine Untermenge, diese Typ-0-Sprachen. Die Größe von meinen Kästchen hat übrigens nichts mit der mit Größenrelationen oder sonst was zu tun, das ist einfach nur grafisch. Ne? Sollten sich nicht von täuschen lassen. Dann haben wir hier Typ-0-Sprachen, das sind also rekursiv aufzählbare Sprachen. Dann haben wir die entscheidbaren Sprachen als Untermenge von den Typ-0-Sprachen. Als Untermenge von den entscheidbaren Sprachen haben wir die Typ-1-Sprachen, kontextsensitive Sprachen. Dann gibt es wieder eine Untermenge von denen, kontextfreie Sprachen. Ich erzähle gleich noch was dazu. Und da drin gibt es dann die regulären Sprachen. Das sind die einfachsten, die regulären Sprachen. Dummerweise kann man damit mit den regulären Sprachen, über die man am meisten weiß, gar nicht so furchtbar viel machen. Wenig interessante Sachen, wenig richtig interessante Sachen machen. Also, wir definieren mal Grammatiktypen und sagen, jede Grammatik, die hat zunächst mal also sowas formal Aufschreibbares, ist vom Typ 0. Eine Grammatik ist vom Typ 1, wenn sie kontextsensitiv ist. Also, wenn gilt, dass bei so einer, dass für alle solche Produktionen W1 nach W2, die zu der Grammatik gehören, gilt, dass die Größe des Wortes W1 kleiner ist als die von W2, dass die Dinge also wachsen. Ja? Da reden wir im weiteren Verlauf noch drüber. Das kann man dann entscheidbar, diesen Begriff entscheidbar, den kläre ich zum Beispiel auch noch. Rekursiv aufzählbar ist, wie man die Sprache funktioniert hier gerade nicht. Moment bitte. Was ist denn hier los? Ich habe irgendwie kein LAN. WLAN, Edu-Raum, bitte verbind mich. Okay. Eigentlich hätte ich ja gedacht, es ging auch hier mit. Jetzt sehen wir was. Gut. Jetzt bin ich verbunden. Ja, also die rekursiv aufzählbaren Sprachen ist, wir werden auch noch sowas anschauen, die man mit so einem rekursiven Algorithmus erzeugen kann, sagen wir mal so. Das sind übrigens auch die Typ-0-Sprachen. Also wir haben irgendeine Grammatik, die das erzeugt. Ja? Das sind die Typ-0-Sprachen. Irgendeine Grammatik, die das erzeugt. Jetzt in dieser, dann gibt es hier die Entscheidbaren und der Unterschied zwischen denen da brauchen wir noch ein bisschen. Über die Entscheidbarkeit reden wir noch. Dann gibt es als nächstes die Sprachen, die aufgespannt werden von so einer kontextsensitiven Grammatik. Eine kontextsensitive Grammatik, bei denen wachsen die Worte so, wie das hier steht. Das ist jetzt zunächst ein bisschen willkürlich, aber steht jetzt ein bisschen willkürlich da, aber wir werden dann sehen, dass das zusammenpasst mit den Analysealgorithmen, mit den Automaten, die dann da herauskommen. Als Untermenge davon haben wir diese kontextfreien Sprachen, die für uns als Programmierer interessant sind. Für alle Produktionen, die W1 nach W2 überführen, gilt, dass W1, also es auf der linken Seite ist, dass das nur eine Variable ist. Dass wir also hier auf der linken Seite von unseren Produktionen nicht noch irgendwelche Sternchen oder Plus, terminale Symbole oder Klammern drumherum haben. Sehen Sie hier auf der linken Seite von meinen Produktionen, da standen nur Variablen. Wenn ich, und der Unterschied von kontextfrei nach kontextsensitiv ist, bei den kontextsensitiven, da habe ich ein paar terminale Symbole, eine Variable x, ein paar terminale Symbole und das geht über in
terminale Symbole und hier drin was Neues. Ne? Also dieses kleine X hier. Das bedeutet, wenn wir das analysieren, wenn wir das uns angucken, dann müssen wir erst diese Sequenz U finden, dann kommt die Variable, dann kommt die Sequenz V und das können wir überführen in U, X, V. Das hier, kontextsensitiv, ist das da. Da kann es also sein, dass wir uns die Umgebung anschauen müssen und die Variablen, um dann die Produktion durchzuführen. Das ist hier kontextsensitiv. Die kontextfreien, die sind spezieller. Da verlangen wir jetzt nicht, dass es diesen Kontext drumherum gibt. Oder dafür, da sorgen wir, dass wir diesen Kontext nicht beachten müssen, sondern dass wir direkt links bei den Produktionen eine Variable haben. Das können wir dann abbilden auf so ein Wort aus Variablen und terminalen Symbolen. Und dann gibt es noch die Typ 3 Grammatiken, die regulären. Das bedeutet, dass das W2 entweder gleich ein terminales Symbol ist oder ein terminales Symbol und danach kommt eine Variable. Dass also die Variablen bei der Ableiterei nicht mehr links von terminalen Symbolen in solchen Produktionen vorkommen können. Das ist also, dass die nur nach rechts wachsen können durch die Produktion. Also das W2, die rechte Seite von unserer Abbildung, dafür gilt, das ist ein Terminalsymbol und dann noch irgendeine Variable dazu, aber nicht umgekehrt. Und das sind die einfachsten, die nennt man reguläre Sprachen. Die gehören, naja, das ist eine reguläre Grammatik und deshalb heißen die Dinge reguläre Sprachen. In dieser Chomsky-Hierarchie, Chomsky, aber es ist eine Sprache L, die ist vom Typ X, wenn es so eine Grammatik gibt, vom Typ X, sodass die Grammatik die Sprache erzeugt. Kontextsensitive Sprachen, also nochmal zurück zu Ihrer Frage, bedeutet also, dass die Produktion irgendwie alle so aussehen. Hier in der Mitte eine Variable und daraus machen wir dann, das U bleibt stehen, das V bleibt stehen und hier in der Mitte ändert sich was, das X. Ja, dann überführen wir A nach X, aber nur unter der Bedingung, dass das U und V links und rechts von dem vorher nachher steht. Okay? Das zu dem Thema kontextsensitiv. Kontextfrei, regulär war ich auch, also ohne den passenden Kontext, wollen wir auch ersetzen können. Diese kontextfreien, die sind gut für die Syntaxanalyse von Programmiersprachen. Das ist für uns Informatiker eine interessante Klasse. Nach außen hin verlieren wir Wissen, Struktur oder andersrum, da wird es komplizierter und kompliziert mögen wir es Informatiker ja eigentlich nicht. Also nach außen wollen wir mal so tun, als ob wir auch mit den kompliziertesten Dingen klarkommen, aber wenn wir arbeiten wollen, war es eigentlich gar nicht so kompliziert. Also Syntaxanalyse für Programmiersprachen, die findet hier statt. Also so Programmiersprachen hätten wir schon gerne kontextfrei. Eine kontextfreie Grammatik dafür. Zwischen den Typ 2 Sprachen und den Typ 3 Sprachen gibt es noch so Spezialklassen, diese LLK und linkslinear und links-rechts. LRK, ja, das heißt, was das sagt dem Compilerbauer was, da geht es auch wieder um Ableitungsregeln und da kann man noch diese Typ 2 Sprachen noch mit ein paar Zusatzregeln versehen, sodass die Syntaxprüfung einfacher wird. Was hier im Wesentlichen gerade bei LL linkslinear steht, ist, dass wenn man K-Symbole weiterliest im Programmtext, dass man sich dann spätestens nach K-Symbolen entscheiden kann, welche Produktion man nimmt, um vom Programm selber zum Startsymbol zu kommen oder vom Startsymbol zu dem, was wir da stehen haben. Also maximal K-Symbole Look-Ahead und dann können wir uns entscheiden. Und das ist so ein, das ist dann so LLK-Grammatiken. Und die schönsten sind die LL1-Grammatiken. Ein Symbol weiterlesen und dann die richtige Produktion aussuchen können. Man kann Programmiersprachen auch so konstruieren, dass die LL1 sind. Also wir haben
Grammatiktypen gefunden. Das hier sind natürlich die, über die wir am wenigsten wissen. Hier kann man immerhin noch eine Grammatik angeben, das ist ja auch schon was. Aber weil die Grammatik so allgemein ist, wird es eine wissen wir relativ wenig drüber und haben auch wenig Algorithmen zur Verfügung, um entscheiden zu können, da komme ich gleich drauf. Je mehr wir hier innen reinkommen, desto einfacher wird es, entscheiden zu können. Ne? Ab hier sind sie entscheidbar. Die Entscheidbarkeit bedeutet, es existiert ein Algorithmus, der in endlicher Zeit, wobei endlich auch ganz schön lang sein kann, auch eine Milliarde Jahre zählt zu endlich, der in endlicher Zeit feststellt, ob so ein gegebenes Wort, was Sie dem Algorithmus vorwerfen, ob das zu der Sprache, die zu der Grammatik gehört, ob das aus der Sprache stammt oder nicht. Das ist die Entscheidbarkeit. Die Typ 1, 2 und 3 Sprachen sind entscheidbar, aber man kann auch Typ 0 Sprachen entwerfen, die nicht entscheidbar sind. Wenn man also die Grammatik mit den richtigen Regeln macht, hat immer noch Regeln. Kann man Dinge aufschreiben, Worte aufschreiben, von denen man nicht entscheiden kann, ob die nun zur Sprache gehören oder nicht. Sowas beweist man gerne auch mit einem Gegenbeispiel. Ne? Also so eine Grammatik bauen. Also jetzt kommen wir auch zu der Frage, was sind denn entscheidbare Sprachen? Da sind wir immer noch ganz am Anfang. Über solche Algorithmen, die sowas entscheiden, haben wir noch nicht gesprochen. Aber wir wollen natürlich den Algorithmen, die sowas entscheiden können, schon noch näher kommen. Näher kommen. Perfekt wird das eigentlich im Rahmen dieser Vorlesung sicher nicht werden. Aber Sie sehen schon, dieser Begriff Entscheidbarkeit, der passt hier gut mit der Syntaxanalyse zusammen. Denn bei der Syntaxanalyse von Ihrem Programm geht es genau darum, zu entscheiden, ist das ein gültiges Programm oder nicht? Taugt das Programm? Im Sinne von, können wir das übersetzen? Was wir hier übrigens auch noch sehen, diese Dinge, wo hier sowas zusammenkommt, wo wir so einen Term mal Faktor haben, da können wir das, was ich schon mal gesagt habe, die Coderzeugung, die können wir da reinkleben. Denn an dieser Stelle wissen wir, was wir tun wollen. Und ja, hier können wir auch Coderzeugung reinkleben, von so einer Variablen einen Faktor machen. Das ist irgendwie ein Speicherzugriff oder sowas. Also hier an diesen Stellen, insbesondere da, wo so Produktionen stattfinden, da kann dann der Compiler, nachdem er diesen Baum aufgebaut hat, Coderzeugung einsetzen. Wenn der Compiler aus Ihrem Programm so ein Bäumchen gemacht hat, dann kann er anfangen, Code zu generieren. Indem er, ne, die Produktionen, die haben ja einen Sinn. Und wir haben hier auch reingekriegt, ne? Expression, Term, Faktor. Kann man ja solche semantische Prozeduren zur Coderzeugung einklinken. Also fürs Compiler-Bauen ist das ganz interessant. Für andere Dinge ist es aber auch interessant, Entscheidbarkeit. Ne? Können wir Probleme entscheiden, können wir Probleme lösen. Und jetzt, ich habe hier gesagt, es existiert ein Algorithmus. Jetzt wollen wir uns dem Algorithmus nähern. Anschauen, wie so ein Algorithmus denn aussehen kann. Und ich werde dann gleich ein bisschen weiter auch tatsächlich Beispielalgorithmus für ein Problem angeben. Dazu definieren wir den Begriff Automat, Automaten. Solche Automaten, die akzeptieren Worte. Also wieder so ein Wort aus einer Sprache, das akzeptieren die. Und die alle Worte, die ein Automat akzeptiert, über den Begriff akzeptieren, spreche ich gleich. Die Menge aller akzeptierten Wörter, vielleicht hätte ich Worte hinschreiben sollen, das ist die Sprache. Oben hatte ich auch Worte. Ne? Das ist wieder so eine Sprache. Und der Automat, das werden wir jetzt gleich sehen, der implementiert diese Produktion, über die wir eben gesprochen haben.
von der Grammatik. Und anfangen möchte ich mit einem deterministischen endlichen Automaten. Discrete Finite Automaton, DFA. Im Gegensatz dazu unten übrigens der nicht-deterministische NFA. Non-Deterministic Finite Automaton. Also, wir fangen mal wieder hier an. Der Automat M, das sei also dieses Tupel Z, Sigma, Delta, Z0 und E. Z, eine endliche Menge von Zuständen. Sigma, ein endliches Eingabealphabet und wieder Z geschnitten. Sigma ist die leere Menge. Sie sehen, dieses Z, das hat irgendwas mit den Variablen der Grammatik zu tun. Und jetzt haben wir noch eine Überführungsfunktion Delta, die macht aus Z, also Zustand, Kreuz Sigma, wieder einen Zustand. Oder auch, wir nehmen ein terminales Symbol, halten es neben den Zustand und daraus kommt ein neuer Zustand raus. Wir müssen also jetzt unsere Tabelle angucken. Welche Übergänge gibt es denn? In welchem Zustand sind wir? Welches Eingabesymbol haben wir gerade gelesen? Und die Verknüpfung Zustand-Eingabesymbol, wenn es dann gibt es einen Übergang in einen neuen Zustand. Z0 sei der Startzustand und die E's, also eine Untermenge von Z, sind Endzustände. Ich habe jetzt hier diese Zeichnung, ja, als Darstellung, Darstellung typisch als Graph. Ne? Wir haben also hier das Z0 und das Z0 ist dadurch markiert, dass da irgendwie ein Pfeil auf den Eingangsknoten geht. Das ist unser Startzustand. Ne? Also der Startzustand ist durch so einen Pfeil markiert in der Graphendarstellung. Dann hängen hier noch so weitere Knoten herum in unserem Graphen. Der Graph ist gerichtet, wir können also von einer diese Kanten sind gerichtet, wir können von einem Zustand in einen anderen Zustand kommen. Also von dem Z0 können wir hier hinkommen oder hier hinkommen. Diese grün markierten hier, die auch noch einen zweiten Kringel drumherum haben, wenn wir keine Farben zur Verfügung haben, das sind Endzustände. Also Z2 und Z3 sind Endzustände. So. Wo war ich hier noch? Ja. Akzeptierende Endknoten, das ist nochmal wiederholt, sind diese Doppelkreise. Die Kanten, die beschriften wir jetzt mit den Zeichen, mit den terminalen Symbolen, die uns von diesem Zustand in diesen Zustand bringen. Also das Plus, das bringt uns, wenn wir im Zustand Z0 sind, von Z0 nach Z1. Nach dem und das Minus auch. Nachdem wir 1 Plus oder Minus gelesen haben, wollen wir in diesem Automaten hier kein Plus oder Minus mehr lesen. Wir haben jetzt nur ein Plus oder ein Minus gelesen. Das markiert, ob die Zahl positiv ist oder negativ. Danach kann jetzt noch jede Ziffer zwischen 1 und 9 kommen. Also sowas wie Plus 0 oder Minus 0, das wollen wir nicht. Das steht hier irgendwie. Wir können auch direkt eine 1 bis eine 9 finden. Das bringt uns in den Zustand Z2. Das hier bringt uns auch in den Zustand Z2. Das hier bringt uns in den Zustand, die, wenn wir eine 0 finden, Z3. Da ist die Zahl nämlich zu Ende. Z3 bedeutet, wir haben akzeptiert, wir haben eine 0 gesehen und gut. Doppelnullen oder sowas darf man auch nicht schreiben für diesen Automaten. Sie sehen schon, dieser Automat, den ich hier hingehe, zeichnet habe, das soll der sein, der überprüft, ob diese Konstante, die wir da hingeschrieben haben, in unserem Programm korrekt ist oder nicht, korrekt hingeschrieben ist oder nicht. Was hier noch ein bisschen fehlt, ist, das ist hier runtergefallen am rechten Rand, hier müsste eigentlich stehen 0.9. Markieren Sie sich das bitte noch in Ihren Unterlagen oder machen Sie sich Notiz oder wenn Sie das iPad da haben, an dem müssen wir jetzt hier auch noch eine Notiz machen. Wie machen wir das denn hier, gell? Nö, da nicht.
Nein, lieber nicht. Dann weg. Ich will mich jetzt damit nicht amüsieren. Also hier rein, da muss 0.9 stehen. Also was wir hier machen ist, wir fangen mal an. Wenn jetzt eine normale Ziffer kommt, eine 0 kommt, dann haben wir die konstante 0 gelesen, gehen in Zustand Z3, fertig. Die haben wir auch akzeptiert. Denn jedes Mal, wenn wir in so einen grünen Kringel hier reinkommen, haben wir akzeptiert, sind fertig mit dem Einlesen einer Zahl. Sind fertig. Wir haben sie eingelesen. Hier gibt es auch nicht irgendeinen Übergang, der noch weiterführen könnte. So, wenn wir eine 1 oder eine 2 oder eine 3 oder eine 4 oder 5 oder 6 oder 8 oder eine 9 sehen, dann gehen wir in den Zustand Z2. Wir haben jetzt eine Ziffer eingelesen und jetzt kann kommen 0, 1 bis 9. Jede wird dann irgendwie vielleicht noch reingerechnet, aber wir akzeptieren die ganz fleißig, diese Zahlen, die da kommen. Wenn wir ein Plus oder ein Minus sehen, gehen wir in den Z1. Danach gibt es auch nur 1 bis 9, wie wir weiterkommen. Dann gehen wir in den Z2 und jetzt lesen wir noch die restlichen Ziffern. Der ist noch nicht so richtig perfekt, wir könnten ihn noch ein bisschen verbessern. Zum Beispiel, wenn wir blank lesen, sind wir fertig oder sowas. Und wir könnten auch 2 Nullen hintereinander als eine Null akzeptieren. Das müsste man dann vielleicht noch ein bisschen verbessern, diesen Automaten. Aber grundsätzlich wollte ich hiermit klar machen, den werden wir gleich nochmal benutzen, wie so ein Automat am Beispiel funktioniert. Wir akzeptieren Eingabezeichen. Akzeptieren genau dann, wenn wir in so einen Endzustand kommen. Und sehen Sie, das bringt uns wieder zurück, wir müssen noch ein bisschen mehr darüber sprechen, auf die Entscheidbarkeit. Ein Wort gehört zu einer Sprache. Wenn wir so einen Automaten haben, der Zustandsübergänge mit diesen Regeln macht, von der Grammatik, und das Eingabewort bringt uns in einen von den Endzuständen. Beim Compiler ist der Endzustand, jo, das Programm können wir übersetzen. Also, so ein Automat bringt uns näher an den Algorithmus zum Akzeptieren oder Zurückweisen. Auf das Zurückweisen müssen wir gleich noch kommen. Sprachen, die von so einem deterministischen endlichen Automaten erkennbar sind oder erkannt werden können, sind diese Typ-3-Sprachen, die regulären, als was ganz Einfaches. Das mit den Klammern, das kann man leider mit so einem Discrete Finite Automaton noch nicht erkennen. Da werden wir gleich drüber sprechen müssen, warum nicht. Es gibt noch nicht deterministische endliche Automaten, die fügen nicht viel Neues hinzu. Bei denen haben wir bloß sowas, dass uns dieselbe Eingabe vom Zustand I entweder in den Zustand J oder in den Zustand K führen kann. Oder vielleicht auch 3 oder 4 oder 5 Folgezustände. Wie wir uns dann zwischen denen entscheiden, können wir zum Beispiel würfeln. Gleiche Eingabe, Übergang in verschiedene Folgezustände. Das ist der nicht deterministische Automat. Und jetzt möchte ich hier an dieser Stelle Ihnen mal zeigen, wie wir so einen Automaten programmieren. Jetzt ist es plötzlich ganz konkret. Und das macht, man kann natürlich den jetzt von Hand einprogrammieren. Das hier, das schreit doch irgendwie schon nach so einem Switch-Statement. Da steht es doch irgendwie schon. Wir sind im Z0, wir merken uns in der Variable, in welchem Zustand wir sind, und dann Switch Zustand, nachdem wir das hier eingelesen haben, dann steht dann da in einem zweistufig, vielleicht in einem Unter-Switch Statement, steht dann drin, wenn ein Plus kommt, dann geh und ein Minus kommt, dann geh in den Z1, wenn eine 1 kommt, geh in den Z2, wenn eine 2 kommt, geh in den Z2, wenn eine 9 kommt, geh in den Z2, wenn eine 0 kommt, geh in den Z3. So könnte man das schon mal hopp programmieren. Wir machen es aber noch ein bisschen systematischer, indem wir uns so eine Tabelle bauen. Was in der Tabelle drinsteht, sind diese Zustandsübergänge. Wenn wir im Zustand Z0 sind, dann bringt uns die Eingabe 0 in den Zustand 3. Hier in dem Gelben steht immer der neue Zustand drin. Minus 1 heißt nicht definiert, Fehler zurückweisen, Wort gehört nicht dazu.
Wenn wir also in dem Z0 irgendein anderes Zeichen finden, außer einem von denen, dann gehen wir in diesen Zustand, nein, das gefällt uns nicht. Na klar, wenn da ein Strichpunkt steht, ist es eben keine Zahl. Also wenn wir einen Nuller finden, gehen wir in den Z3. Wenn wir einen Einser finden, oder einen Zweier, oder einen Dreier, oder einen Vierer, oder einen Fünfer, oder einen Sechser, oder einen Siebener, oder einen Achter, oder einen Neuner, dann gehen wir in den Zustand Z2. Wenn wir einen Plus und Minus finden, gehen wir in den Zustand Z1. Wenn wir im Z1 sind und finden eine 0, nein, das gefällt uns nicht, wir gehen in den Minus-1-Zustand, der Zurückweisen-Zustand. Das sehen Sie dann in der Fehlermeldung vom Compiler, da gefällt es mir nicht. Wenn wir einen Einser finden oder einen Zweier bis zum Neuner, dann gehen wir vom Z1 in den Z2. Wenn wir noch ein Plus und noch ein Minus und sonst was finden, gehen wir wieder in den zurückweisen Zustand. Im Zustand Z2 gehen wir wieder in den Zustand Z2, wenn wir irgendwas zwischen 0 und 9 finden. Wenn wir Plus, Minus finden, dann gehen wir raus und hier unten im Zustand Z3, egal was kommt, wir schreien faul. Weisen das zurück. Diese Striche hier oben, da hat es mir leider das iBook noch irgendwie ein bisschen zerlegt. Das soll eigentlich Hochkomma, Null, Hochkomma heißen, um klarzumachen, dass das ein ASCII-Zeichen ist. Ein terminales Symbol, was wir da einlesen. Also das vordere Hochkomma, das fehlt hier bei all denen da, bei den 12 Stück. Also wir brauchen so eine Tabelle, um die am Anfang vom Programmlauf zu erzeugen. Ich will ja hier ein ganz einfaches Programm angeben. Können wir das entweder aus einer Datei einlesen oder hier, wir wollen das mal erzeugen. Das Table Init ist eine Funktion. Da stecken wir rein eine Tabelle mit 4 Zeilen und 128 Spalten. 128, das sind die normalen ASCII-Symbole von 0 bis 127. Bei 0 steht, ja, das ist der Null Character. Bei 48 steht die 0, bei 49 steht die 1 als Buchstabe, die da, wo das Plus und das Minus steht, das weiß ich nicht so genau. Und der Rest steht natürlich dann auch drin, A, B, C und sonstigen Krempel. Aber ja, das ist ja nur der Index der ASCII-Wert, den wir dazu benutzen. Und jetzt machen wir mal. Wir haben also, ja, ich brauche eine Variable i und j, weil ich hier so eine geschachtelte Schleife laufen lassen will. Von i gleich 0, solange i kleiner gleich 4 ist, in jedem Schritt 1 raufzählen. Wir gehen jetzt zeilenweise durch diese Tabelle, durch die Matrix, die wir hier gemacht haben, diese da. Und jetzt in jeder Zeile von 0 bis 127, in jedem Schritt 1 raufzählen. Wir schreiben jetzt mal die minus 1 in die Tabelle rein. Und nachdem die Schleife fertig ist, ist die ganze Tabelle mit minus 1 gefüllt. Wir würden jetzt, wenn wir jetzt schon anfangen würden, immer in diesen Illegalzustand oder zurückgewiesen Zustand hineinspringen. Das freut uns natürlich eigentlich nicht. Deshalb füllen wir mal die Tabellenzeilen weiter aus. Erst die Zeile 0. Von 0 bis 9, also von den Buchstaben 0 bis 9, erst für 0, dann für 1, dann für 2, füllen wir in der Tabelle 0, Tab 0 an der Stelle i, füllen wir da mal einen Zweier rein. Jetzt füllen wir Tab 0 an der Stelle plus, da füllen wir einen Einser rein, das ist das da. An der Stelle Minus füllen wir auch ein Einser rein. An der Stelle 0 füllen wir diesen Dreier ein. Und ich hätte es natürlich hier auch bei 1 anfangen lassen können. Da habe ich noch eine kleine Effizienzmangel. Jetzt haben wir diese Zeile fertig gekriegt. Jetzt müssen wir nur noch die Zweier hier rein pflastern und die Zweier hier rein pflastern. Also wir lassen von 1 bis 9 laufen. In der Zeile 1, das Element i ergibt sich zu 2. Da, 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 da. Und in der Zeile, in der nächsten Zeile, in der Zeile 2, der hier von 0 bis 9 lauter Zweier hinein. Jetzt habe ich die Tabelle, das ist ein bisschen Formelarbeit, aber Sie sehen schon, das muss man, naja, wenn man es wirklich verstehen will, muss man sich wahrscheinlich zu Hause mal hinsetzen und kurz angucken. Sie können es auch testweise mal laufen lassen, das Ding ausdrucken. Das funktioniert schon. Jetzt ist die Tabelle gefüllt. Jetzt haben wir unsere
unsere Grammatik in der Tabelle drin. Jetzt müssen wir nur noch für ein beliebiges Eingabewort das überprüfen. Und das machen wir, hey, hallo, so. Also wir haben hier das Übliche vom C-Programm, includes init.io, und hier müssen wir diese Funktion tabInit einsetzen. Dann habe ich noch eine Funktion hier, die gibt einen Integer zurück. Das ist ein Endzustand oder nicht. Wir geben den Zustand rein und falls der Zustand gleich 2 ist, geben wir true zurück. Oder falls der Zustand gleich 3 ist. Und sonst, wenn der Zustand minus 1 oder 0 oder so ist, oder 1, dann geben wir false zurück. Jetzt kommt das Hauptprogramm. Also, wir vereinbaren eine Variable Zeichen und eine Variable Zustand, stecken wir beide 0 rein. Wir vereinbaren diese Tabelle in der Größe, wie wir es brauchen. Wir rufen das in die Tabelle auf. Irgendwie, ja, irgendwie klar, oder? Das ist die Initialisierung. Und jetzt wird gelesen, solange wir mit dem Get-Character was kriegen, was nicht das Zeilenende ist. Solange wird eingelesen. Wir holen uns jedes Mal einen Buchstaben. Irgendwann ist es das Zeilenende und dann hören wir hier mit Break auf. Dann springen wir hier raus. Entschuldigung, das Break steht ja hier drin. Dann springen wir raus hier unten hin. Falls Zustand. Hier steht der Zustandsübergang. Das könnte man hier auch rot markieren. Wir berechnen den neuen Zustand aus der Tabelle in der Zeile Zustand in der Spalte Zeichen. Wir nehmen also jetzt das Zeichen und den Zustand und gucken mal hier nach, wie der neue Zustand ist. Wenn wir im Zustand 2 waren, wir lesen eine 7 ein, dann gehen wir wieder in den Zustand 2. Wenn wir im Zustand 3 waren und wir lesen Zustand 0 waren und lesen eine 0 ein, dann gehen wir in den Zustand 3. Das steht hier. Und da steht unser eigentlicher Automat. Mehr müssen wir nicht. Wir nehmen diese Tabelle und indizieren, wir kriegen den neuen Zustand mit dem alten Zustand und dem Zeichen. Alter Zustand, Zeichen, das ist genau das hier, Zustand gekreuzt mit terminalem Symbol, gibt neuen Zustand. Das hier, das steht da. Und Tabelle ist das Delta, beziehungsweise die Grammatik. Diese Schleife hört entweder auf, falls das, was rauskommt, kleiner 0 ist. Dann haben wir nämlich so ein minus 1 gefunden, so einen zurückweisenden Zustand. Oder wenn wir die ganze Zeile, also unsere ganze Zahl gelesen haben. Jetzt müssen wir nur noch überprüfen, ob der Zustand, den wir haben, der letzte Zustand, ob das ein Endzustand ist oder nicht. Was ist denn jetzt hier los? Batterie ist fast leer. Ich habe schon wieder das Netzwerk verloren. Jetzt hat er es wieder. Na gut. Warum? Wo war ich jetzt? Hier. Also, eben wenn wir im Endzustand sind, wenn wir einen Zustand haben an dieser Stelle und dann wird überprüft, ist das ein Endzustand? Wenn das ein Endzustand ist, wenn wir also hier oben true zurückgeben, wenn der Zustand 2 war oder wenn er 3 war, dann geben wir hier aus, wir haben das akzeptiert. Und andernfalls schreiben wir hier hin, wir akzeptieren es nicht. Wenn es also 0 ist oder 1 ist oder minus 1. Das minus 1, das kann ja hier rausgekommen sein. Und dann geben wir noch eine 0 zurück, wie wir das so machen am Ende vom Programm. Der eigentliche Automat steckt hier drin und in unserer Tabelle. Nachdem wir uns einen Automaten angeschaut haben, der also zu einer gegebenen Grammatik überprüft,
ob der Ausdruck zu der Sprache dazugehört, der Ausdruck, den wir da hinschreiben. Wollen wir hier auf dieser Folie oder möchte ich auf dieser Folie noch ein bisschen was sagen zum, wie man eine Programmiersprache in so einer Grammatik aufschreibt. Wie man eine Programmiersprache, in der Programmiersprachendefinition oder die Grammatik kompakt aufschreiben kann. Und das ist was, naja, das begegnet uns immer genau dann, wenn wir eine neue Programmiersprache anschauen wollen. Ich habe es jetzt hier in der Vorlesung am Anfang natürlich nicht verwendet, weil wir über das hier noch nicht gesprochen haben. Das sind diese, ja, das heißt EBNF, erweiterte Backus-Naur-Form. Der John Backus war ein bekannter Informatiker in den 60ern oder so, und der hier auch, da weiß ich aber nicht mehr den Vornamen. Das ist auch noch standardisiert, Sie sehen es hier. Das ist also eine Notation für solche kontextfreien Grammatiken, also Sprachen vom Typ 2, wie wir das oben gesehen haben. Upsa, also ich soll nochmal. Gut, machen wir nochmal. EBNF, ich versuche es ein bisschen anders zu erzählen, eine kompakte Art, die Produktion von einer Programmiersprache aufzuschreiben. Also eine Programmiersprache, da sehen wir ja sowas, das, sagen wir mal, das For-Statement, das besteht aus dem Schlüsselwort for, Klammer auf, und dann kommt ein Ausdruck, mit dem die Schleifenvariable vorbesetzt wird, und dann kommt ein Strichpunkt, dann kommt noch ein Ausdruck, dann kommt ein Strichpunkt, kommt noch ein Ausdruck, eine Klammer zu, und dann kommt ein Statement 1 in geschweiften Klammern. Und dann kommt noch ein Strichpunkt am Ende von diesem Statement da, vor der geschlossenen geschweiften Klammer. Und das müssen wir irgendwie formal aufschreiben können, damit wir es dem Programmierer mitgeben können, damit wir es dem Programmierer sagen können und natürlich auch, damit wir es in so eine Tabelle hier eintippen können. Und damit wir es kompakt aufschreiben können, ich habe ja hier mal schon mal so eine Grammatik angegeben, die war jetzt hier ein bisschen länglich. Na gut, für unsere einfache Grammatik hat es das voll getan. Aber wenn wir eine Programmiersprache aufschreiben wollen, in dieser Art, das C, dann hätten wir gleich 30 Seiten oder sowas Ähnliches. Wir wollen es kompakter hinkriegen. Wir wollen es vielleicht auf 2 oder 3 Seiten hinkriegen, dass man es sich auch noch ausdrucken kann und auf einem Blatt Papier nach Hause nehmen kann. Wenn ich mit dieser EBNF, da wird das hier kompakter. Die EBNF, die möchte ich Ihnen erzählen, damit Sie, wenn man Ihnen irgendwas mal in die Hand drückt, damit Sie es verstehen können. Das ist von praktischer Relevanz. Und wenn Sie mal eine neue Programmiersprache lernen wollen oder müssen, dann kann es sein, dass Ihnen diese EBNF hier über den Weg läuft. Das ist eine Art der Informatiker, zu kommunizieren, diese Extended Backus-Naur, dieses Extended Backus-Naur Format. Da gibt es ein paar Regeln, wie man die linke Seite zusammen, eine Regel, wie man die linke Seite zusammenfassen kann. Also wenn wir haben, die Variable a, die geht über in Beta 1, Ausdruck Beta 1 oder Beta 2 oder Beta 3, die stehen so untereinander. Wenn man zum Beispiel hier hatten wir das ja, das T kann ins F übergehen oder ins T mal F. Und ein E kann übergehen in E nach T oder in E nach E plus T. Die wollen wir jetzt nicht in einzelne Zeilen schreiben, die wollen wir zusammenschreiben können in eine einzelne. Und deshalb schreibt man in dieser Backus-Naur-Notation A und dann dieses Produktionszeichen, Doppelpunkt, Doppelpunkt ist gleich. A wird produziert zu Beta 1 oder Beta 2 oder bis Beta n. Das schreibt man mit diesen senkrechten Strichen des Beta so zu, oder so zusammen. Hier machen wir dann aus dem hier die kürzere. Das ist jetzt noch ganz nett. Aber es wird noch spannender. Dafür habe ich aber hier
kein Beispiel in dieser einfachen Grammatik. Und das ist das A wird zu Alpha Beta Gamma. Das bedeutet, dass es A wird entweder zu Alpha Gamma oder zu Alpha Beta Gamma. Das hier soll ein senkrechter Strich sein. Das ist leider ein I, das muss ich noch korrigieren. Also, das Beta, das kann bei der Produktion da drin vorkommen, das muss aber nicht. Das steht da. Es kann nullmal vorkommen oder einmal vorkommen, eingefügt werden. Wenn wir es mit geschweiften Klammern schreiben, dann heißt das, es kann einmal vorkommen, es kann nullmal vorkommen, es kann einmal vorkommen oder es kann sogar noch häufiger vorkommen. Also Beta und noch mal das B dazu. Das hier bedeutet nullmal, einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, 17-mal, unendlich oft. Beliebig oft, nein, nicht unendlich, sagen wir lieber beliebig oft eingefügt werden. Manchmal notiert man hier oben und unten noch mit so einem kleinen Index, wie häufig es denn vorkommen kann. Also hier an dieser Stelle heißt, es kann nullmal, einmal, zweimal, dreimal, viermal vorkommen. Ich könnte aber auch hier einen Einser und einen Dreier oder sowas hinschreiben. Oder eins und n. Dann wüsste ich, dass es mindestens einmal und maximal beliebig oft vorkommen kann. Und außerdem kann man noch Gruppen bilden mit runder Klammer auf und runder Klammer zu. Also das sind das ist diese BNF-Notation. Und ja, das habe ich eben schon erzählt, die brauchen wir schon relativ dringend. Ich habe jetzt hier, und das Beispiel habe ich aus der Wikipedia herausgezogen, ich wollte nicht eine ganze Programmiersprache angeben, weil es doch eben dann 5-6 Folien lang würde, aber ich wollte schon eine Art Programmiersprache haben. Deshalb habe ich mich hier bedient, zitiert. Diese einfache Programmiersprache, ich habe hier dann mal ein Programm hingeschrieben, dass das so rauskommen kann, wenn man das anwendet, diese Produktionen, die hier in der EBNF aufgeschrieben sind. Also ein Programm, das ist unser Startsymbol, Program. Das kann werden zu dieser String und danach, das hier ist das Komma, danach kommt dann ein Blank, White Space, und White Space steht hier, das ist ja so eine Zusatzinformation, die man nicht mehr formal aufgeschrieben hat. Deshalb die Fragezeichen vorne drin, der ASCII-Charakter 32, das Space, ne, Hexadezimal 20. Also Whitespace, dann ein Identifier, das ist der Name vom Programm, dann noch ein Whitespace, also hier zum Beispiel Programm Demo 1, wobei wir uns noch anschauen müssen, wie so ein Identifier aussieht, wie der strukturiert ist. Und dann kommt das Wort Begin. Hier ist alles terminale Symbole, da brauchen wir nichts mehr zu machen. Die Hochkommas sind dazu da, damit das hier zusammengefasst wird, damit das eindeutig wird. Dann kann noch ein Whitespace kommen, oder kommt noch ein Whitespace, hier muss er, Entschuldigung, nicht kann, sondern muss. Dann haben wir hier die geschweifte Klammer auf. Jetzt schreiben wir hier ein Assignment, danach muss ein Strichpunkt kommen, dann ein Whitespace. Das hier kann beliebig oft kommen. Entschuldigung, diese geschweiften Klammern, das sind die hier, ne? Also die geschweifte Klammer sagt, jetzt kann ein Assignment kommen und danach ein Strichpunkt und dann Whitespace. Dann kann noch ein Assignment kommen und Strichpunkt und Whitespace und noch eins, solange bis uns die Lust ausgeht. Und hier ist sie uns nach 1, 2, 3, 4, 5, 6 solchen Assignments ist uns die Lust ausgegangen. Hier steht noch der Strichpunkt und dann kommt das End. Also ein Programm geht los mit Program und einem Namen. Dann kommt das Begin, dann kommen Assignments, viele, 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 und danach kommt das End mit dem Punkt. Da. Das steht hier. Was wir jetzt noch klären müssen ist, was ist denn ein Identifier, was ist ein Assignment, was ist der Whitespace. Der Identifier, da haben wir jetzt hier wieder eine Produktion, Identifier wird zu ein Alpha-Character,
und mindestens einer, ne, hier, und dann eventuell Alpha-Characters oder Digits. Was wir jetzt klären müssen, ist Alpha-Character und Digit. Hier sind die Alpha-Characters, das A, das B, das C, bis zum Z. Und Sie sehen, hier ist das einigermaßen kompakt, sonst müsste man nämlich schreiben, Alpha-Character ergibt sich zu A, neue Zeile, Alpha-Character ergibt sich zu B, neue Zeile, Alpha-Character ergibt sich zu C. Das hier ist kompakter, ne? Und da steht genau das, was wir wollen. Das ist diese, das Erste, was ich hier gesagt habe. Digit schreiben wir auch noch auf, das ist eine 0 oder eine 1 oder eine 2 und wir machen hier immer wieder diese Hochkommas drumherum, um klarzumachen, dass das jetzt ein Buchstabe ist, ein terminales Symbol ist. So, wo waren wir? Da. Jetzt haben wir hier Alpha Character und Digit schon geklärt. Das ist ein Identifier. Jetzt nehmen wir uns noch, weil wir hier nämlich beim Assignment, das brauchen wir ja stehen haben, ist ein Identifier und dann dieses ergibt sich zu, das Zuweisungssymbol und dann entweder eine Zahl oder ein Identifier oder ein String. Identifier haben wir schon. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Zahl und ein String. Eine Zahl, hier wieder das Produktionssymbol, das kann einen Minus davor haben. Kann genau ein Minus haben, keine zwei, genau ein Minus davor. Deshalb eckige Klammern. Und dann kommt eine Ziffer und danach noch beliebig viele weitere Ziffern. Ganz viele. Eine Obergrenze steht jetzt da nicht. Kann der Compiler vielleicht noch Aua schreien, wenn es ihm zu viele werden, wenn er die Zahl nicht mehr darstellen kann. Jetzt können wir also mal mit dem Assignment fertig. Identifier ergibt sich zu entweder eine Zahl oder ein String. Na, der String, der steht hier, wir sind noch nicht ganz fertig. Hochkommas, dann eine beliebige Menge von diesen Any-Characters, das sind die hier, bis auf die Hochkommas. Und dann haben wir noch einen Identifier, den haben wir hier oben schon hingeschrieben. Jetzt sind wir hier fertig mit den Regeln, mit denen unsere Programme aufgeschrieben werden können. Diese Programme in dieser Primitivprogrammiersprache. Was wir hier übrigens nicht können, ist rechnen. Ne? Wir können nur so Zuweisungen machen. Aber immerhin, das ist jetzt hier schon legal. Ne? A0 ist ein Identifier. Da weisen wir 3 zu, B 45, C A, dem D 1, 2, 3, dem weisen wir einen anderen Identifier zu, dem Hans weisen wir die Wurst zu, auch ein Identifier oder Textzeile, dem weisen wir das Moin Moin, diesen String zu. Und die Strings können auch schon schön lang werden, die Zahlen können kurz sein oder lang werden, die Identifier können kurz oder lang werden. Hier haben wir schon eine ganze Menge so Munition, mit der man eine Programmiersprache bauen kann. Was man jetzt noch braucht, ist rechnen können, also Expressions. Da würden wir dann hier noch Expression reinschreiben, statt Number Identifier String, und so eine Expression wäre dann Number Identifier Number oder Identifier Rechenzeichen Number oder Identifier, beziehungsweise eine weitere Expression. Das könnte man dann noch da reinbauen, dann könnte man immerhin schon rechnen. Und das, was uns da noch fehlt, ist sowas wie ein While oder so. Dann wären wir schon fertig mit einer einfachen Programmiersprache, mit einer sehr einfachen Programmiersprache. Also, das hier ist das Beispiel zur EBNF. Sie sehen hier Produktionen. Und wenn wir jetzt einen Automaten bauen wollen, der hier diese Programmiersprache akzeptiert. Und dann, das wird gar nicht so schwer, dann müssen wir uns so einen Graphen machen, die Tabelle erzeugen und dann sind wir im Geschäft. Das Programm dazu haben wir ja schon.
Ich habe am Anfang die Frage gestellt, so ein Klammerausdruck. Wie können wir das überprüfen? Das haben wir dann per Hand gemacht, diese Expressions da überprüft. Ich habe dann aber auch gesagt, naja, mit so einem einfachen Automaten, Discrete Finite Automaton, DFA, da geht es noch nicht. Und jetzt möchte ich erzählen, mit was es denn geht. Hier in der verbleibenden Zeit heute. Kontextfreie Sprachen, diese Typ-2-Sprachen, wir hatten sie oben, die werden durch einen endlichen Automaten werden die nicht akzeptiert. Und als Beispiel können wir die Klammerausdrücke nehmen. Wir müssen ja irgendwie dieses paarige Auftreten von den Klammern hinkriegen, Klammer auf, Klammer zu. Das können wir aber mit so einem einfachen Zustandsautomaten nicht hinkriegen. Da brauchen wir für unseren Automaten noch irgend so ein bisschen mehr Gedächtnis. Ich meine, eigentlich ist in den Zuständen ja schon Gedächtnis drin. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Gedächtnis, ein Zusatzgedächtnis. Und deshalb entwerfen wir mal diesen Kellerautomaten. Der Kellerautomat, da ist einerseits hier in diesem Automaten der Zustand drin, zweitens liest er hier dieses Band mit den Eingabezeichen und drittens hat er hier noch so einen Keller, in dem er sich Notizen machen kann. Das formulieren wir jetzt mal hier formal, bevor wir uns diesen Ausdruck hier greifen, um zu überprüfen, ob der korrekt geklammert ist oder nicht. Also wir definieren einen Kellerautomaten. Endliche Menge von Zuständen. Was ist da ein Klingeln? Nee. Endliche Menge, ein Stoppzeichen, endliche Menge von Zuständen. Ein Eingabealphabet. Sigma, da brauche ich jetzt gar nicht mehr drüber zu sprechen, da waren wir ja schon. Und jetzt kommt noch ein Kelleralphabet dazu. Das sind die Zeichen, die hier auf diesem Keller liegen können. Über den Keller hat man ja schon vor ein paar Wochen mal gesprochen. Ne? Tür auf, reinschmeißen, Tür zu. Wenn wir was rausholen wollen, Tür auf, das oberste greifen, nehmen, Tür wieder zu. Dann haben wir es. Ne? Also last in, first out. Irgendwann mal ist auch der Keller leer. In unserem Fall ist der Keller leer, wenn dieses Gartenzaunzeichen, das ist, was wir uns greifen. Wir initialisieren also den Keller, indem wir mal dieses Gartenzaunzeichen, das unterste Kellerzeichen, das gehört zum Kelleralphabet, indem wir das da mal reinstecken. Wenn wir also Tür aufmachen, greifen den Gartenzaun, dann wissen wir, der Keller war eigentlich leer, da gab es nichts mehr. Z0 ist wieder das Startsymbol und wir haben so eine Überführungsfunktion, die ist jetzt ein bisschen komplizierter, weil wir den Zustand verknüpfen mit der Menge, also der Menge der terminalen Symbole plus dieses zusätzliche Ende der Eingabesymbol, verknüpft mit dem Kelleralphabet. Also die Überführungsfunktion verknüpft das Oberste auf dem Keller mit dem, was wir hier auf dem Band sehen, jeweils 1, und das Epsilon verknüpft das mit dem Zustand und ergibt einen neuen Zustand. Diese Überführungsfunktion geht von hier aus nach hier und naja, wir können eventuell ganz viel auf den Keller draufschreiben und dieses PE ist die Menge aller Teilmengen von dem. Also wir wollen nicht beliebig viel hier auf den Keller draufschreiben, sondern endlich viel. Jetzt gucken wir uns mal hier unsere Eingabe an, dieses Band, von dem wir lesen. Wir starten mit dem Startzustand vom Keller hier unten, da schreiben wir also den Gartenzaun rein und wir fangen hier bei unserem Zustand Z0 an. Bei dem Automaten. Wir lesen eine Klammer auf. Wir wissen, jetzt geht es also,
geht's los, wir haben irgendeine Produktion und in der Produktion steht drin, schreib bitte auf den Keller die runde Klammer auf. Wir müssen uns ja merken, dass wir eine geöffnete runde Klammer haben. Dann lesen wir weiter, machen was mit dem A, auch wieder eine Produktion ausführen. Dann finden wir die geschweifte Klammer und zu geschweifte Klammer finden, dann machen wir natürlich dann wieder einen Zustandsübergang hier, aber wir machen auch einen Zustandsübergang hier, dass wir noch ein Kellersymbol hier auf den Keller schreiben, hier die geschweifte Klammer. Und jetzt finden wir das B, machen was, finden das C, machen was, finden die eckige Klammer auf, schreiben Sie hier drauf, finden das D, machen Zustandsübergang, finden die eckige Klammer auf, schreiben Sie hier oben auf den Stapel, auf den Keller. Jetzt finden wir hier das X, machen was, jetzt finden wir eine geschlossene eckige Klammer zu. Die eckige Klammer zu, die können wir nur akzeptieren, die kann unser Automat nur akzeptieren, wenn oben auf dem Stapel auch eine eckige Klammer zuliegt. Wir brauchen also eine Produktion, die nimmt die geschlossene Klammer zu und irgendwas und hier oben die eckige Klammer, die wird konsumiert. Die wird jetzt vom Stapel wieder weggenommen. Das sorgt dafür, dass wir die immer so paarig auf zu konsumieren können. Wir können eine eckige Klammer zu nur akzeptieren als Eingabe, wenn wir obendrauf eine eckige Klammer auf dem Keller gefunden haben. Ja, jetzt lesen wir hier weiter, finden eine eckige Klammer zu, die konsumieren, so sind die Regeln, die wir haben, sonst gehen wir in einen illegalen Zustand, wir finden das Y, machen was damit, wir finden die geschweifte Klammer zu, eine geschweifte Klammer aufsteht. Wenn hier die geschweifte Klammer zugestanden wäre, gestanden hätte, die hätte nicht zu der eckigen Klammer aufgepasst, hätten wir auch wieder hätten wir auch wieder in den illegalen Zustand übergehen müssen und sagen, akzeptieren wir nicht. Naja, und dann kommt hier die runde Klammer zu, die finden wir hier. Jetzt sind wir an der letzten Stelle und wenn wir jetzt hier, nachdem wir bei dem Endesymbol beim Epsilon sind, wenn das kommt, müssen wir das Kelleranfangssymbol, den Gartenzaun, auf dem Keller finden. Dann machen wir einen Zustandsübergang in den akzeptierenden Zustand. Und dann, das ist die einzige Art, wie man zum akzeptierenden Zustand kommt. Also Ende hier in der Eingabe, zusammen mit dem Gartenzaun, führt zum Akzeptieren und sonst negativ. Also diese Kellerautomaten, die sind schon wesentlich mächtiger. Der Keller ist ein Zusatzgedächtnis, die Dinger sind auch nicht deterministisch und man kann davon beweisen, dass sie genau die kontextfreien Sprachen akzeptieren. Also unsere Programmiersprachen. Und die Produktionen, die da dazugehören, naja, das sind zum Beispiel solche. Noch ein bisschen mehr, ein bisschen komplizierter brauchen wir es natürlich. Und das hier ist jetzt auch die Frage der Pushdown-Automaton. Was brauchen wir, um diese korrekt geklammerten arithmetischen Ausdrücke zu erkennen? Einen Kellerautomaten. Beim nächsten Mal, in der nächsten Vorstellung, nächste Woche, wollen wir weitermachen mit Berechenbarkeit. Da werden wir noch weitere Automaten, insbesondere die berühmte Turing-Maschine, kennenlernen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche. Wir sehen uns nächste Woche um 9:15 Uhr wieder. Auf Wiedersehen.